Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen EuroTruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich umso mehr, dass es endlich jetzt funktioniert hat. Ich saß sage und schreibe 3,5 Stunden daran, Mods runterzuladen, die zu updaten und das Ganze so hinzubekommen, dass wir auch vernünftig fahren könnten und das alles so funktioniert wie vorher auch. Heißt, wir fangen jetzt auf der 1.3.9 von ETS 2 und alle Map und alle Mods wurden geupdatet. Ich habe auch das Google Document mit den Mods habe ich geupdatet, wo ich alle Mods, die ich halt drin habe, mit dem Link aktualisiert habe, wie gesagt. Wir befinden uns hier immer noch in Kunda. Bei schönem Wetter mit Gewitter. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach. Auch wenn das jetzt Ewigkeiten gedauert hat. Eigentlich habe ich vor gehabt, heute so eine richtig heftige Trucking-Tage zu machen. Wo ich alles aufnehme bis zum... Eigentlich ja bis zum 25. Wenn ich sage, alle 25 Folgen, dass dann 25 noch eine normale ist. Habe eigentlich vor gehabt, bis Folge 25 heute so gut es geht aufzunehmen. Wir sind jetzt ja in Folge 17 ungefähr. Und am 17. ETS 2 Video hätte ich eine Menge noch zu tun gehabt, aber mittlerweile, da so Ewigkeiten gedauert hat, das alles zu downloaden und so weiter und so fort, habe ich eigentlich nur noch Zeit für zwei Folgen. Dann muss ich morgen weitermachen mit dem ganzen Drumherum. Wir haben jetzt so hier lang hier mit der Rust Map. Falls ihr auch irgendwie wollt, dass ich Ukraine und Ukraine-Mod hier reinpacke und die Türkei halt nochmal ein bisschen ausbaue, dass wir auch hier rüber vielleicht sogar lang fahren können. Und auch ein bisschen Griechenland. Griechenland ist ja auch echt wenig dabei. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich dachte, wir hätten... Ich sehe jetzt erst, dass Spanien kaum ausgebaut ist. Ich dachte, Spanien wäre auch komplett gemacht worden von Promods. Scheinbar aber nicht. Aber wir gucken einfach mal nach, wohin unsere Reise von hier aus uns verschlägt. Beste Auftrag wäre jetzt in diesem Fall tatsächlich nach... wäre der erste mit Postpaketen nach Weißrussland. Das ist sogar eine Tour, die wir alles in einem Rutsch machen können, glaube ich. Ich würde sagen, wir fahren nach Postpakete von BLT Logistics. Zu ja, HKX, keine Ahnung. Was es genau ist, werden wir dann ja sehen im Video. Zeitlich gesehen wird das zwar auch eine enge Kiste, aber wir auf geht's. Fahren da jetzt einfach mal komplett durch. Wie gesagt, dann werde ich morgen einfach noch mal ein bisschen mehr aufnehmen. Rechts ab. Vielleicht noch mal gucken können. Oh Gott. Im Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Und die erste Ausfahrt nehmen. Und mit der Sonne noch da. Die scheint interessantes Feeling gerade. Immer geradeaus. Muss da gleich noch mal kurz gucken, ob ich noch genügend Platz auf Festplatte habe. Müsste ich ja nicht haben. Biege nach links ab. Aber jetzt, wo die Mods funktionieren, kann ich zumindest die mit Download und Sachen auch noch mal löschen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ist das gerade in Bonner? Bin mir gerade unsicher. Rechts abbiegen. Ach, mit den Regentropfen ist schon nice. Übrigens, von wegen 6,8 GB. Die Datei oder der Download von der Brutal Weather Mod ist nur 1,8 GB groß, insgesamt 2,4 GB oder so. Und es gibt auch Starkregen, was ich bei Lavan falsch gesagt habe. Was ihr irgendwann in den nächsten Folgen sehen könnt und hören könnt. Wo wir danach kommentiert haben. Genau, Postpakete fahren wir jetzt 589 Kilometer. Das könnte sogar zeitlich noch passen. Wollte ich noch was gucken? Ich wollte was gucken, genau. Ich kriege jetzt mehr jede Menge hier. EuroTruck Simulator 2 Mods, das muss ich behalten. Jetzt ausschließen und dann können wir diese ganzen Sachen hier löschen. Und das auch.
weil das komplett broken ist. Auch nicht benötigt wird. Okay, ja, puh. Hat drei dicke. Das reicht sogar für zwei Folgen. Genau, wir nehmen den Auftrag an. Postpakete 12 Tonnen nach Polatsk in Weißrussland. Und wir haben nicht mal allzu viele Folgen, bis es dann wirklich halt. Wobei, wir sind jetzt in Folge 17. Wir haben immerhin noch 8 normale Folgen. Kommen wir es hin? Eigentlich sogar 9. 9 Folgen, genau. Mit der heutigen jetzt. Wie ich schon längst aufgesattelt habe. Oh, ist ja auch ein langes Ding. Okay, noch mit Lenkachse hinten dran. Nice, nice, nice. Dann wollen wir mal mit dem Gewitter. Ich bin zu weit gefahren. Habe ich ja auch eine Lenkachse hinten dran, genau wie Laban, fällt mir gerade auf. Aber hat nur für eine Folge und ich. Wie einen als eigenen Trailer. Ich denke mal, ich werde das einfach dann fürs Meme, werde ich dann das auch so machen, dass man einfach einen Lenkachsen-Trailer mit dran bastel. Das ist tatsächlich das Gewitter grummeln. Ist ja auch nice. Wieder ein bisschen mehr runterschalten können, wäre klüger gewesen. 5% haben wir eigentlich auf den LKW. 7%, okay. Dann werden wir wahrscheinlich an Weißrussland den LKW dann upgraden. Reparieren, zumindest. Upgraden werden wir in der ersten Folge 26. Frühestens. So 70. Steht immer drauf, wir dürfen nur 70 auf der Landstraße und 80 auf der Autobahn. Okay. Belasten haben wir eine Begrenzung. Oh. Na gut, wir dürfen ja aktuell eh nur 70. Biegen wir jetzt gleich links ab. Biege nach links ab. Von dort kommt nichts. Von da sehe ich nichts, weil der Spiegel im Weg ist. Können wir Scheibenbeschreibung mittlerweile wieder ausmachen. Auch schon wieder das Licht. Ich darf kurz zu regnen. Und das ist okay, es wird auch eh Tag, von daher. Das ist noch umso mehr. Das Belastende ist, wir dürfen auf der Landstraße jetzt nicht 90 fahren. Wie wir eigentlich dürften. Wir fahren von Estland runter. Fahren wir überhaupt durch, habe ich gar nicht darauf geachtet. Wir fahren wahrscheinlich sogar nach Russland. Genau, wir fahren nach Russland rein. Und von Russland fahren wir dann nach Bulgarien, das sage ich schon, nach Weißrussland. Oh, interessant. Ab, ich verwerte schnell. 71, Kohlenpomat rein und dann ballern wir weiter. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt. Spätestens müssen wir um 19:01 da sein. Wir das schaffen, ohne auch noch hier uns ohne hier auch noch Probleme zu bekommen, was die Müdigkeit und so weiter betrifft.
hätte ich ja so klug sein können, um mir mal was zu trinken einzuschenken, weil ich mir schon Wasser hochgeholt habe. Aber nee, das wäre ja viel zu OP gewesen. Ich hoffe ja, dass wir noch Landstraße, dass wir noch Autobahn fahren. Bitte links halten. Damit wir zumindest ein bisschen schneller fahren dürfen. Als 70. Auch schneller fahren können als 70. Auftrag, genau, wie viel bekommen wir für den Auftrag? Wir bekommen knapp 18.000 für den Auftrag. Das heißt, wir sind dann bei 126.000. Ich bin echt gespannt. Ich bin sehr gespannt, was eure Auswertung sein wird. Oder was die Abstimmung aussagen wird. Falls sie was aussagt, wenn ihr abstimmen könnt, was für ein Event wir fahren. Was für eine Eventwoche es wird. Und wenn dann nichts Explizites bei rauskommt, bin ich sehr gespannt. Bin ich sehr gespannt, was der Zufallsgenerator denn sagt. Hier ist eine Pfütze Wasser drin, also sehr super. Muss ja direkt schon wieder die Flasche anbrechen, eine neue. Das ist schon nice, hier lang zu fahren. Mit den Birkenwäldern sage ich auch schon. Mit den Birken, mit den Bäumen, dann mit der Sonne, die da durchstrahlt. Und wir fahren noch durch Narva durch. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Das überrascht mich jetzt echt nicht, dass wir jetzt wieder von der KI wieder ausgebremst wurden. Wobei ich glaube, wir waren auch nicht zwingend auf einer Vorfahrtsstraße. Wir hätten hier sogar Platz machen müssen, prinzipiell. Ich werde die Vorfahrt gewähren müssen. Erst auch mal in Narva, Baltic Tourist 9 von 35. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, einfach blinkt nur weiterfährt, ne? Oder blinken die einfach so spät, dass ich es gar nicht erst merke? Auch sein. Wir fahren jetzt Richtung St. Petersburg. Offenbar. Genau, nach Richtung St. Petersburg. Und direkt die nächste auch wieder rechts. Durch die Grenzkontrolle. Demnächst rechts abbiegen. Nach rechts ab. Die Bremsen sind immer noch zu stark. Dann geht's ab nach Russland. Mal 75 Kilometer sind wir schon mit dem LKW runtergefahren. Da müssen wir schon mal die estische Grenzkontrolle, die Grenzkontrolle in Estland. Ich frage mich, ob es auch Probleme geben könnte. Ich frage mich echt, ob es hier Probleme geben könnte mit den Papieren. Biege links abbiegen. Biege nach links ab. Wenn dann wahrscheinlich höchstens so das übliche hier Truck beschädigt, whatever. Reparieren Sie das mal oder irgendwie sowas in dem Dreh. Vermute zumindest mal.
ist doch. Das ist nice, dieses Fort hier. Das ist schon geil. Und dann fahren wir nach Russland rein. Allein dafür ist schon sich wieder gelohnt. Allein, dass wir jetzt hier dieses Fort gesehen haben. Es ist einfach geil. Man das dann doch schon jetzt gerne erkunden, so, ne? So jetzt in Real Life. Und nicht einfach nur so virtuell sehen. Wie viele zeitliche Probleme uns jetzt die Grenzkontrollen hier bereitet haben. Oder bereiten werden. MSK. Okay. In der Zeit habe ich noch nichts gehört. Fragen wir mal Onkel Google. In Russland. Immer geradeaus. Ist mir auch östlicher im östlichen Teil Russlands oder im östlicheren Teil Russlands als vorher. Werden eigentlich auch die Zeitzonen zurückgesetzt? Also wenn wir jetzt eine Stunde quasi gewinnen oder so. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Oh. Biege nach rechts ab. Ah, Moskau Standard Time ist es. Okay. Hätte ich auch drauf kommen können. Die Moskau Standard Time. Wir sollen aktuell zumindest um 17:23 dort sein. Wo sind wir dort? Hier schön über einen kleinen unbeschrankten Bahnübergang. Dann wollen wir mal. Weiter Richtung, ich habe den Namen wieder vergessen, Richtung Polatsk. Um die Postpakete abzuliefern. Irgendwie, also wir haben alles wahrscheinlich noch heute, also in dieser Folge werden wir wahrscheinlich jetzt alles hinbekommen. Auch wenn das mit der Fahrzeit nicht mehr ganz hinhaut, aber wir werden das einfach halt durchziehen. Durchziehen müssen. Was man so betrachtet. Wir holen ja jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Zeit. Wir machen ja wieder ein bisschen Zeit gut, das ist ja auch schon mal wichtig. Grenzkontrollen, die kosten einem halt echt nicht wenig. Muss man mal einfach so sagen. Kosten einem echt nicht wenig. Jetzt müssten ja auch wieder ein paar mehr russische Fahrzeuge rumherfahren, da wir jetzt in Russland sind. Ich auch noch 2 Kilometer schon mehr fahren, noch schneller fahren. Aber wir fahren ja, ne, okay. Ich wollte gerade sagen, wir fahren jetzt wieder durch ein Dorf durch, aber wir haben erst nochmal nur einen Bahnübergang. Der diesmal beschrankt ist, aber da auch gerade nichts kommt. Wunderbar. Machen wir mal die Cruise Control, zwar den Tempomat. Machen wir den Tempomat auf 72 Kilometer pro Stunde. Dann wir hier durch russische Wälder durchfahren, dann haben wir wieder ein russisches Polizeifahrzeug. Wenn ich hier wieder die ganzen Busse mir entgegenkommen sehe, dann. Freut man sich schon wieder ein bisschen mehr auf weitere Bussimulatoren, die 2021 rauskommen.
440 Kilometer noch bis Polatsk. Ja, ist ja Polatsk. Langsam habe ich es. Ich muss einfach nur häufiger sagen, dann habe ich es auch mehr im Kopf. Bin ich mal gespannt. Dann sind wir schon wieder ein bisschen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein bisschen weiter im Osten. Mal schauen, ob es von dort aus noch weiter wieder in den Osten geht oder nicht. Das werden wir dann sehen. Im nächsten Video. Ort quasi Mathe 2. Ah, schön hier durch die russischen Dörfer zu fahren. Das ist einfach schon. Ist schon nice. Jetzt auch wieder einen Ticken schneller. Können wir es wieder beschleunigen auf 72 Kilometer pro Stunde. Dass es wieder so lange dauert mit den Mods. Ich habe dann mir auch so eine Road Connection mir gezogen. Wieder. Weil ich halt zuvor die auch von der Southern Region mehr brauchte. Aber wie es den Anschein hat, ist das mittlerweile in der Southern Region Map drin integriert. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, war diese eine Road Connection, die noch eine andere Map, die ich nicht besitze, oder die ich nicht gedownloadet habe und nicht gedingst habe und nicht integriert habe, nur weil da noch eine zusätzliche Map mit drin war, hat es einfach die ganze Zeit dazu geführt, dass wenn ich die Map gestartet habe oder die Map geöffnet habe oder die Aufträge mir angucken wollte, überall, wo eine Map mit drin war, wo die Map relevant war, hat es dann immer dafür gesorgt, dass das Spiel einfach tschüss, einfach weg war. Bis ich erstmal herausgefunden habe, dass es daran lag und nicht irgendwie am Fix für die Southern Region Map oder sonstigem, das hat echt gedauert. Weil ich glaube, ich saß insgesamt dann nochmal zwei Stunden, nochmal eine Stunde allein oder anderthalb Stunden allein daran. Nein, dreieinhalb Stunden. Das, ja. Immerhin habe ich es gemacht, als ich mehr oder weniger wach war. So. Jetzt nicht sonst wann. Von daher all good und so. Kommt 83 Kilometer noch. Mittlerweile sind wir um 17:02 Uhr dort. Knapp 7 Stunden. Ja. Es wird eine enge Kiste, aber solange wir nicht mehr allzu viele Grenzkontrollen haben und einfach durchfahren können, solange wir das gegeben haben, passt das. Solange das konstant so bleibt, schaffen wir es noch rechtzeitig zu HKX. Um es mal so auszusprechen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wo ich jetzt hier die russischen Fahrzeuge sehe, falls ich irgendwie sowas wie Spin Tires oder weil eigentlich halt mittlerweile ist ja nur noch Mudrunner, wo sowas auf dem Kanal sehen wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Immer geradeaus. Dieses Dörfchen Nummer 40, interessant. Aber auch, oh, das ist dann auch geil hier, dann haben wir die verschnörkelten. Hier die Statue. Bushaltestelle. Allein Pro-Mods und die Rust-Map und so weiter, die bieten ja so viel Potenzial für, ja gut, für einen Eurocoach-Bus-Simulator. Oder zumindest halt für Mods, dass man das mit Mods dann macht. Mods durchfährt. Aber gut, kommen ja genügend Bus-Simulatoren noch 2021 raus. Einmal The Bus und einmal Bus-Simulator 21 mit amerikanischen Bussen. In einem amerikanischen Setting.
Und. Das wird auch sehr, sehr lustig. Mit deutlich besserer KI, zumindest was die laufenden Personen betrifft. Immer geradeaus. Das wird auch super. Und dann halt nochmal Sebastian mit hier. Sebastian geht ja erst in die Early Access. Ich habe auch gelesen, wo wir jetzt hier gerade so bei einer Mischung aus was 2021 rauskommt, was ich eventuell zocken will und bei Truck Simulator und whatever sind. Ich habe immer geradeaus gelesen, ein Kommentar, dass offenbar jemand, der auch mit der Tastatur on the road spielt, dass es angeblich Trainingssache sein soll, dass es auch fahrbar sein soll. Kann natürlich sein, dass sich da ein bisschen was geändert hat, so minimal, dass man da das irgendwie jetzt einfacher hinbekommt oder so. Als ich das noch aktiver gespielt habe, als es noch in der Early Access war, hatte ich damit ja Probleme. Okay, erst auch mal in Pskov, Baltic Tourist 10 von 35. Mit den Dörfern. Biege nach rechts ab. Dass wir immer so knapp die Ampeln bekommen, ist auch super. Na, dann haben wir wieder Wohnkomplex gebaut. Okay, das hat echt schon wieder so ein. Das ist ein nice Feeling mit den ganzen Hochbauten. So von dieser Perspektive, wenn ich jetzt diese Perspektive mal anschaue, hat das in gewisser Weise Ähnlichkeiten mit, ich glaube, ich habe irgendwann mal jemanden gesehen, der irgendwie ein Video oder ein Foto von Nordkorea rausgebracht hatte, irgendein Journalist, auch ein, ich weiß gar nicht, was für einer das war, ob der aus Europa kam oder sonst woher, aber da sah es auch von dieser Perspektive quasi ähnlich aus, nur dass es eine Rechtskurve, glaube ich, gemacht hat, aber halt auch Hochhäuser und so weiter. War schon krass. Dafür, dass man aus Nordkorea eigentlich nichts mitbekommt. War das schon echt faszinierend, das so ein bisschen mal sehen zu dürfen können. Und soweit ich weiß, war das auch gar kein Problem. Also es war quasi immer geradeaus. So gesehen der erste, dem das erlaubt war, mehr oder weniger. Aber der ist dafür nicht irgendwie belangt worden. Das ist auch mittlerweile schon, glaube ich, 4-5 Jahre, 3 Jahre her oder 3 Jahre vielleicht. Es geht weiter geradeaus Richtung St. Petersburg. Schöne Grünphasen. Boah. Ganz vergessen, wir haben ja keine. Ja, da kommt nichts, fahrt doch. Ganz vergessen, dass wir hier keinen Retarder drin haben. Wir sind ja mehr oder weniger. Ich glaube, wir haben. Neu besseren Motor, glaube ich, drin. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Auf alle Fälle sind wir hier in dem Volvo ziemlich. Ziemlich frisch, sag ich mal. Ziemlich Standard unterwegs. Also auch cool hier. Dann noch hier. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt mit den mit der leichten Ruine, sag ich jetzt mal. Mit den herunterkommenden. Backsteingebäude. Hier ein schöner runder Platz. Da fehlt irgendwie eine Statue gefühlt. Gefühlt fahren wir auch. Oh, links. Weiter Richtung St. Petersburg. Ich weiß gar nicht, ob wir nach St. Petersburg fahren oder an St. Petersburg vorbeifahren. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Immer geradeaus. Wir fangen erstmal durch Pskov durch. Hier wieder so ein schöner großer Platz. Das ist hier das Hauptteil der Stadtgebäude, das Rathaus so gesehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Zumindest ist es etwas pompöser. Und weiter Richtung St. Petersburg. Rechts ab.
wieder einen Berg hinauf. Beziehungsweise eine Brücke hinauf. Berg hinauf, der war gut. Train Station. Ach, der Bahnhof war es dann, alles klar. Da war ich zumindest nah dran. Bahnhöfe sind ja auch meistens immer relativ im schönen Design. Rechts halten und dann bleiben sie immer geradeaus. Häufig etwas pompöser so gesehen gestaltet. Nicht pompös, sondern eher ein bisschen, ja, schön gestaltet, sag ich mal, ne? So, wenn gepflegt, gepflegter als manch anderes Gebäude. Da haben wir einen Obelisken, dann wahrscheinlich in der orthodoxe Kirche. Biege nach rechts ab. Da komme ich schon direkt wieder so nach 30 Minuten rumfahren. Ich schon wieder eine verspannte Schulter. Also alles beim Alten und. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich von 60 auf 70 auf 60. Und wir lesen schön hin und her. Auch schick. Hier haben wir eine schöne Ampel mit drin. Echt interessante hier Skulpturen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Erstmal machen wir wieder bei 50, bei 70. Dann geht es wieder runter auf 60. Dieses Hin und Her, aber das ist auch geil, dass man wirklich immer, man fährt Landstraße, man fährt immer durch Dörfer durch, man erlebt was, ne? Es ist abwechslungsreich. Ich kann eigentlich schon direkt wieder hier, genau. Wieder runter, von der 70 runter. Wir machen hier quasi gerade eine Dorfrundtour. Eine Dörferreise. Okay. Hier geht es wohin? Am Fluss auf alle Fälle entlang. Irgendwo hier ist er hin. Andere Verbindungsstraße. Immer geradeaus. Immer geradeaus kriegen wir hin. Ein weiteres Verbindungsstück. Und da haben wir auch nur noch in Anführungszeichen 270, knapp unter 270 Kilometer bis Polotsk. Und plötzlich hat es hier wieder ein bisschen geändert, ne? Man hat so den Umschwung gesehen. Es ist jetzt auch wieder noch ländlicher als zuvor. Das heißt, wir fangen jetzt wieder hier durch ein weiteres Dorf durch. Ja, natürlich. Können wir gleich wieder abbremsen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber erstmal hier noch ein Fluss, der benannt wurde sogar. Schon in einem kleinen Farmhaus vorbei. Überholverbot gilt vor allem nicht nur für... Okay, ab jetzt auch für LKWs. Also ab jetzt gilt es für LKWs. Autos dürfen überholen, aber gut, wir fahren ja auch Tempolimit. Wir denken ja gar nicht ans Überholen.
hier ein bisschen Platz zumindest. Hinten zieht es auch schon wieder ein bisschen zu, ne? Ich habe das Gefühl, wir fahren gleich wieder in den Regen rein. Die Wolken hängen auch ein bisschen tief. Frage, ne? Ja, beim Brutal Weather Mod ist ja hier Starkregen mit integriert. Ich frage mich, ob das mit dem neuen Lichtsystem auch integriert wird. Weil es auch noch ein Wetter-Update gibt. Also wird die Straße auch wieder ein bisschen brüchiger. Sehr schön, darauf habe ich mich gefreut. Aber darauf, das kann man eigentlich sagen, darauf habe ich mich gefreut in Russland. Auf solche Straßen hier eine Art. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, wir haben leider kein Retarder hier drin, deswegen wollen wir einfach mal weiter. Wir lassen es zu, dass die Schwerkraft Überhand über uns nimmt. Der wartet immer noch Regen, ich weiß nicht warum. Na gut. War zumindest interessant. Also ich aufgrund der Maps, aufgrund der Veränderungen von wegen Maps und was auch immer mit allen anderen Mods, sind wir wieder gespawnt bei unserer Garage in Bergen. Dann habe ich mich teleportiert wieder zurück nach Kunda. Was halt auch Sinn ergibt, weil wir einfach nur die Maps geupdatet haben und so weiter. Weil allerdings wirklich relevant ist. Und es hat sowohl in Bergen als auch in Kunda geregnet. Quasi ein ähnliches Verhalten, sag ich jetzt mal, wie beim Fernbus-Simulator, dass man quasi mit Schnee spawnt und dann halt ohne Schnee weiterfährt. Knappes Ding hier, sind wir noch gut durchgekommen. Das ist bei 16.33 Uhr sind wir jetzt dort zur Moskau Standard Time. Auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Fahren doch bestimmt nicht wieder in die 60er-Zone rein, oder? Nö, noch weiter mit 70, oh, alles klar. Etwas überraschend zugegebenermaßen. Das ist ein kleiner, schöner Dings an der Stelle. Ein Schild mit der 60, wir fahren trotzdem mit 60 weiter. Schöner alter, ausrangierter Zugwaggon auf meinen LKW. Die Mods können wir auch noch hinzufügen, oder? Dass wir dann halt mit Train Mods, mit Military, mit Train Cargo, mit Military Cargo und so weiter auch rumfahren können. Ich hab's halt nur erstmal gelassen, weil ich halt nicht weiß, wie das halt quasi sich frisst mit dem neuen Feature, dass man sich Trailer kaufen kann und so weiter. Ach, jetzt dürfen wir noch 60. Das ergibt total Sinn. Biege nach rechts ab. Natürlich fährt der LKW vor uns auch in unsere Richtung. Macht aber bestimmt nur, um uns auszubremsen. Da will der eigentlich gar nicht hin. Na klar, wir wollen natürlich wieder aus dem Stand. Hier rauf. Leider keine Autobahn. Oder sonstiges, aber das war ja. Aber war ja zu rechnen. Schönes sumpfig hier. Hier können wir sogar tatsächlich lang fahren. Ich weiß zwar nicht, wo wir auskommen würden, aber. Lassen es auch einfach mal. Ich bin neugierig. Karte legt gerade noch ein bisschen nach. Deswegen sieht es hier vereinzelt so komisch aus.
hier entlang. Wären wir hier rausgekommen? Vielleicht hier, vielleicht hier. Who knows? Richtig krasser Shortcut wäre jetzt auf alle Fälle nicht gewesen. Aber ein spannender allemal. Na, 42 Kilometer noch mal ist Polatsk. Oh, der hat aber zu ziehen davon. Wir haben nur 12 Tonnen, ne? Im richtigen Sinne. Ich sehe da vorne eine Baustellen, zwei Baustellenfahrzeuge. Deswegen fahre ich mal lieber in Sicherheitshalber ein bisschen langsamer. Und es geht gleich eh kurz schon auf die Autobahn. Können wir nochmal schlafen und tanken. Wäre Spaß, wenn wir in Polatz reingefahren, der wird wahrscheinlich auch wieder schön lecken mit der Festplatte. Die Ausfahrt rechts. Wir fahren weiter hinter ihm her. Aber ist vielleicht rechts abbiegen? Ich glaube, er wird links abbiegen, wenn ich es so richtig aus dem Augenwinkel sehe. Ja, wunderbar. Die Wege, sie trennen sich wieder. Jetzt fahren wir weiter. Die letzten 120 Kilometer bis Polatsk. Weiterhin über die Landstraße. Zeitlich gesehen. Ah, sind wir kurz vor Müdigkeit sind wir da. Passt ja gerade doch so alles. Das heißt ja. Hat ja gut gepasst bisher. Glücklicherweise. Aber prinzipiell müssten wir noch mal eine Grenze übertreten. Einmal noch mal hier, ne? Einen Grenzübertritt haben. Wir fahren ja noch von Russland wieder rein nach Weißrussland. Die Grenze müsste prinzipiell, glaube ich, auch bald kommen. Ein schöner leerer Güterwagen, Güterzug. Gott. Immer geradeaus. Sehr, sehr nice. Finde ich echt cool. Also es ist echt super Feeling, dass man immer mal wieder langsamer fahren muss, dass man immer mal wieder auch halten muss wegen Zügen. Das ist schon cool. So ein schöner kleiner Feldweg hier, schön am See entlang. Das ist schon echt nice. Ja, kannst du mich überholen, ne? Wenn du schon anfangen würdest als 70, würdest du mich überholen können. Aber ab hier geht's nicht mehr. Da hast du recht. Gut gesehen. Langsam sollte die Müdigkeit auch reinkicken und sollte ins Ohr gegähnt werden. Vorne haben wir den Grenzübergang nach. Immer geradeaus. Nach Weißrussland. Haben wir wieder hier schön weiter nach rechts.
lang ist. Ich hoffe, das ist einfach so ein Grenzübertritt, das ist nicht wieder so eine Zone, wo wir dreimal, gefühlt dreimal gedingst werden, gescannt werden. Aber scheinbar sind wir schon bei dem Deck bei der Grenze. Ich sehe jetzt zumindest schon mal die weiß-russische Flagge. Das stimmt mich zuversichtlich. Und wir sind in Weißrussland. Da wird aber jemand müde. Dürfen wir auch in Weißrussland mit 60 hier durch? Okay. Gut zu wissen. Das ist aber auch schick hier mit den alten Häusern, dann mit den Bushaltestellen noch mit dazu. Das ist schon ein geiles Feeling. Das gefällt mir echt sehr gut. Das ist echt eine sehr gute Route, die uns das Game gegeben hat. Wieder schön mit Fahrradfahren und Fußgängern. Mähdrescher, der einfach mit auf der Seite steht. So als ob es das Personal Vehicle wäre. Da hinten noch die Krähen im Spiegel, die wir gesehen haben. Etwas kurvenreicher jetzt hier dieses Dörfchen. Das ist schon echt ein geiles Feeling, was man hier bekommt, wenn man hier durchfährt. Die Landschaften, gute Landschaften machen halt echt viel aus. So klar, man will auch fahren mit dem Truck, aber gut dargestellte, gut inszenierte Landschaften heben das Ganze nochmal auf ein komplett anderes Level. Genauso wie schlechte. Oder lieblose. Sagen wir mal lieber lieblose. Ich merke, wir kommen ja bei Polarz langsam rein. Die Festplatte ist am eskalieren. Hier der Schornstein. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, wir können durch. Nimm diese Ausfahrt. Wunderbar, dann können wir hier vorne bei der Tanke, würde ich sagen, auch pennen. Es sei denn, das ist noch etwas näher dran. Die Festplatte ist jetzt wieder. Na, okay, noch ein paar Ausraster hier wieder. Fahren wir etwas langsamer als mit 60 rein. Demnächst links abbiegen. Noch vor der Dings, erster Aufhalt in Polarzk. Links ab. Ja, mir ist bewusst, dass ich müde werde. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Und dann einfach geradeaus zu. Wir haben tatsächlich sogar noch eine Werkstatt, dann können wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. LKW reparieren. Endlich, wir sind da. Und pennen.
Nachdem wir das gute Stück hier abgeliefert haben. Ja. War eine gute Tour, war eine gute Fahrt. Ausgezeichnet, Postpakete von Kunda nach Polatz geliefert. Gefahren der Strecke 590 Kilometer, 10 Stunden haben wir benötigt, 227 Liter verbraucht. Wir bekommen 17.804 Euro dafür und 870 Erfahrungspunkte, wir sind kurz vor Level 11. Dann fahren wir eben fix zur Werkstatt, reparieren den Truck. Und bevor wir uns dann hinlegen, schauen wir nochmal nach, wo es uns von Polatzken als nächstes hin verschlagen könnte. Aber das sehen wir dann erst so richtig, ob der Auftrag noch da ist, wenn wir dann ausgeschlafen die nächste Folge beginnen. Containergüterzug. Es ist schon cool, dass die fahren zwar auch langsam und so, aber da ist auch halt auch ein bisschen mehr dran, denn man hat schon ein bisschen mehr zu gucken als bei der Standard SCS Software. Man freut sich einfach jedes Mal, dass man vor den Schranken stehen bleibt. So, wo müssen wir jetzt lang? Okay, wir müssen hier lang. Folgen dem Bus. Dann reparieren wir mal den LKW. Für 1.000er oder für 1.400 sind wir jetzt nur noch bei 1.000. Bei 124.816 Euro. Dann genau, schauen wir mal kurz nach, wohin die Reise gehen könnte von Polatzk aus, nachdem die Karte wieder geladen hat. Aufträge. Polatzk. Von Polatzk würde es wahrscheinlich Richtung Kalmar gehen mit einem Vorratstank. Einmal weil wir dafür am meisten bekommen von der ersten Seite her. 25.630 und eine Arschstrecke von 979 Kilometer. Das heißt, wir würden dann auch zwei Folgen sogar damit füllen. Davon Weißrussland zurück nach Schweden. Ob es dem denn so wirklich ist, denn wir werden ja noch schlafen und mindestens einen Auftrag wird dann auf der ersten Seite Platz machen, der nämlich mit den Gabelstapler nach Uppsala. Das werden wir dann aber am Beginn der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe es hat dir gefallen und ich hoffe sehe ich dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder, wenn wir dann schauen, wohin die Reise von Polatzk aus uns als nächstes hin verschlägt.